Vielleicht zur Richtigstellung. Ich habe nicht gesagt, dass wir das Vorgehen oder die Äußerung der Türkei bei der Frage Satire als normal empfinden. Ich habe ja die Position der Bundesregierung sehr klar kommuniziert. Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit der Justiz sind für Deutschland, für die Bundesregierung nicht verhandelbar. Und das haben wir der türkischen Seite sehr deutlich gegenüber kommuniziert. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, willkommen zur Regierungspressekonferenz. Ich bin der Neue hier auf dieser Seite des Tisches. Mein Name ist Mathis Feldhoff. Haben Sie bitte Nachsicht mit meinen Verfehlungen in der Anfangszeit. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Wirz und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir haben heute kein Kabinett, deswegen gibt es keine Berichte aus dem Kabinett. Wir haben uns verständigt darauf, dass wir mit dem Thema Türkei Pressefreiheit anfangen wollen. Thilo Jung hat die erste Frage. Das ist da. Eins weiterhin. So, jetzt sind Sie. Frau Wirz, Frau Schäbli, können Sie uns kurz aus Ihrer Sicht erläutern, was da jetzt seit dem Wochenende passiert ist? Also die türkische Regierung hat den deutschen Botschafter einbestellt, richtig? Wofür? Wie lange? Und was wollten die? Okay, also ich kann ja mal den Anfang machen und Frau Schäbli ergänzt dann sicherlich gleich gerne. Richtig ist, dass in den vergangenen Tagen es Gespräche gegeben hat zwischen der... Achso, Mikro. So, nochmal. Das Mikro ist an. Das Mikro ist an. Jetzt ist das Mikro an. Also, das können wir ausmachen. Das ist ausgedrückt. Das müsste aber alles gehen. So, jetzt fangen wir jetzt nochmal an. Okay, also... Richtig ist, es hat Gespräche zwischen der deutschen und der türkischen Regierung gegeben. Es gibt diplomatische Wege, auf denen praktisch die deutsche Bundesregierung ihre Haltung zur Bedeutung der Meinungsfreiheit dargelegt und noch einmal deutlich gemacht hat. Und ich möchte sagen, dass das ja jetzt auch nicht das erste Mal war, dass die Bundesregierung ihre Haltung zur Meinungsfreiheit deutlich gemacht hat. Sendungen wie die beanstandeten, die von der türkischen Regierung beanstandeten, gehören selbstverständlich, für Deutschland selbstverständlich, zur deutschen Medienlandschaft dazu, sind von der Presse- und Meinungsfreiheit umfasst. Und diese Auffassungen, die eben die deutsche Bundesregierung zu diesen Fragen hat, zur Presse- und Meinungsfreiheit, sind der türkischen Regierung auf diplomatischem Wege mitgeteilt worden. Wie gesagt, Frau Schäbli wird sicherlich dazu gleich noch weitere Einzelheiten ergänzen können. Ich kann nur mal auch noch mal sagen für die Bundeskanzlerin, dass dieser Punkt Wert der Meinungsfreiheit bei verschiedenen Gelegenheiten unterstrichen worden ist. Beispielsweise denken Sie an die Schlussfolgerung zum Europäischen Rat am 17. und 18. März, wo sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union auch noch einmal ganz ausdrücklich zu diesen Werten bekannt haben. Ja, ich kann nur ergänzen, Frau Wirz hat das ja schon gesagt. Botschafter Erdmann wurde letzte Woche Dienstag und auch gestern erneut zu einem Gespräch ins türkische Außenministerium eingeladen. Botschafter Erdmann hat die Position der Bundesregierung dargelegt und deutlich gemacht, dass Rechtsstaatlichkeit, die Unabhängigkeit der Justiz und der Schutz grundlegender Freiheiten, dazu gehört ganz klar die Presse- und Meinungsfreiheit, hohe Güter sind, die gemeinsam geschützt werden müssten. Er hat zudem darauf hingewiesen, dass politische Satire in Deutschland von der Presse- und Meinungsfreiheit selbstverständlich gedeckt sind und es deshalb weder eine Notwendigkeit noch eine Möglichkeit gibt, für ein Handeln der Bundesregierung. Um diese Position zu unterstreichen, hat gestern Abend Staatssekretär Ederer mit seinem Amtskollegen telefoniert und hat ihm die deutsche Haltung zum Thema Unabhängigkeit der Justiz sowie Presse- und Meinungsfreiheit nochmals erläutert. Er hat deutlich gemacht, dass bei allen Interessen, die wir haben, bei allen Gemeinsamkeiten, die es gibt zwischen der Türkei und Deutschland, die deutsche Haltung zum Thema Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit, dass das für uns nicht verhandelbar ist. Der letzte Punkt, den ich vielleicht an dieser Stelle noch machen möchte, ist die Tatsache, dass Botschafter Ederer der einzige Botschafter war, der an dem Prozess teilgenommen hat. Dass Botschafter Erdmann der einzige Botschafter war, der an dem Prozess teilgenommen hat, eigentlich Ihnen klar machen sollte,
welche Bedeutung die Bundesregierung dem Thema Unabhängigkeit der Justiz beimisst. Herr Jung? Sie haben jetzt gerade gesagt, dass gestern und letzten Dienstag eingeladen wurde. Nach meinen Informationen war das eine Einbestellung des Botschafters. Eine Einbestellung ist ja ein ziemlich scharfes diplomatisches Signal, das eine große Verstimmung signalisieren soll, also quasi eine letzte Eskalationsstufe vor der Ausweisung. Also ist es jetzt eine Einladung oder eine Einbestellung gewesen? Und Frau Wirz, der eigentliche Skandal ist ja jetzt, dass die Bundesregierung so lange darüber geschwiegen hat. Also wir mussten jetzt ja bis jetzt hier zum BBK warten, bis wir mal was von Ihnen hören dazu. Warum haben Sie so lange geschwiegen? Naja, soweit ich das wahrnehmen kann, haben die Kollegen aus dem Auswärtigen Amt sich ja gestern schon zu dem Thema verhalten. Heute war die erste PK, wo sie die Fragen stellen konnten. Und diesen Fragen stellen wir uns jetzt gerne. Also vielleicht zum Thema Einbestellung. Ja, man kann das auch Einbestellung nennen. Es ist eine schärfere Form der Terminvereinbarung. Sie signalisiert in der Regel doch einen akuteren Gesprächsbedarf. Die türkische Seite hat selbst ja nicht von Einbestellung gesprochen, soweit ich das sehe. Es gab ja überhaupt gar keine Bestätigung von offizieller türkischer Seite, dass es diese Einbestellung gab. Deswegen habe ich gerade meine Worte gewählt, so wie ich sie gewählt habe. Der Begriff Einbestellung, da gab es ja gestern auch in den Medien etliche Erklärungen, wie man das sieht, der ist ja völkerrechtlich nicht definiert. Aber Sie haben schon recht, das ist eine schärfere Form der Signalisierung des Gesprächswunsch, sagen wir es mal so. Herr Kollege. Oktay Yaman, Tageszeitung Zaman Deutschland. Frau Cepli, hat das türkische Außenministerium im Gespräch mit dem deutschen Botschafter in Ankara gefordert, dass das Video der NDR-Sendung EXA 3 zu löschen? Zweite Frage, das Auswärtige Amt hat auch schriftlich mitgeteilt, Sie haben das auch vorhin geschildert, dass der deutsche Botschafter im Gespräch im türkischen Außenministerium deutlich gemacht hat, dass Presse- und Meinungsfreiheit geschützt werden müssen. Was heißt das konkret und wie soll man Presse- und Meinungsfreiheit schützen? Vielleicht zu Ihrer ersten Frage. Haben Sie Verständnis, dass ich aus dem internen Gespräch, das der Botschafter im türkischen Außenministerium geführt hat, jetzt hier nicht zitieren kann und werde? Das, was ich dazu sagen möchte, habe ich gesagt, dass wir, es geht ja um die Sicht der Bundesregierung, es geht um unsere Position und die hat Botschafter Ederer in dem Gespräch mit der türkischen Seite klar gemacht. Und zwar, dass für uns Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit der Justiz, der Schutz von Meinungs- und Pressefreiheit für uns nicht verhandelbar sind. Und dass wir hier auch keine Abstriche machen, dass wir jenseits oder unabhängig von dem Interesse, das wir verfolgen, zum Beispiel in der Flüchtlingsfrage und bei vielen anderen Fragen in Syrien, wo wir gemeinsame Interessen verfolgen, wo wir zusammenarbeiten wollen und müssen, bei diesen Themen doch eine klare Haltung haben und die auch offen kommunizieren. Und das ist ja nicht das erste Mal, als ich jetzt gestern die Presse gesehen habe und den einen oder anderen Vorwurf, die Bundesregierung würde sich nicht äußern. Ich habe mir mal von meinen Leuten raussuchen lassen, wie oft wir uns allein im März zu dem Thema geäußert haben. Außenminister Steinmeier, glaube ich, allein 2-3 Mal in Interviews hat er ganz klar Stellung bezogen zum Thema Meinungs- und Pressefreiheit. Schäfer hat in der Regierungskonferenz, ich möchte es nicht zitieren, weil das, glaube ich, den Rahmen hier sprengen würde, aber wir haben allein im März, glaube ich, 5-6 Mal zu dem Thema Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei Stellung bezogen und unsere Haltung ziemlich klar gemacht. Frau Köhler, die 5. Ich möchte die Frage von Herrn Jung noch mal aufgreifen. Trotz Ihrer Ausführungen, Frau Schäbli, dass Sie sich dazu geäußert haben im März. Auf die aktuellen Vorgänge jetzt kam erst mal relativ lange gar nichts. Warum hat die Bundesregierung es nicht für nötig befunden, sich klarer öffentlich und in den Personen der zuständigen Minister oder der Kanzlerin zu positionieren? Also, ich habe versucht, eben schon mal auf die Frage zu antworten, offenbar noch nicht intensiv genug. Es ist so, dass in der Tat es ja diplomatische Wege gibt, um die Haltung der Bundesregierung darzulegen. Und das ist geschehen, das hat das Auswärtige Amt getan. Dazu haben die Kollegen im Auswärtigen Amt gestern kommuniziert. Und wie gesagt, der Weg ist, dass wir heute diese Pressekonferenz haben und wir für Fragen zur Verfügung stehen. Und das ist die Kommunikationsform, die die Bundesregierung gewählt hat, in der Tat.
Der Kollege dahinter. Frau Schäbli, wann ist denn das letzte Mal ein deutscher Botschafter im Ausland einberufen worden? Also nicht eingeladen, sondern einberufen worden. Und wann ist das letzte Mal bei einem verbündeten Staat passiert, zum Beispiel bei einem NATO-Mitglied oder EU-Mitglied? Kann ich Ihnen aus dem Kopf nicht sagen, wann ein deutscher Botschafter das letzte Mal einbestellt wurde im Ausland. Es geht mir natürlich um die Frage, ob das Auswärtige Amt diese Einbestellung, das, was jetzt in der Türkei da letzte Woche passiert ist, für einen üblichen oder für einen außergewöhnlichen Vorfall hält. Und ob das Auswärtige Amt bei anderen Fällen von sich aus darüber informiert hat. Also ich habe zum Thema Einbestellung ja schon einiges gesagt. Wenn sozusagen das Gastland das Gefühl hat oder den Wunsch verspürt, mit dem Botschafter ins Gespräch zu kommen, dann ist diese Form letztendlich etwas, als es ein Instrumentarium in dem Instrumentenkasten, das gewählt werden kann, um Gespräche zu führen. Vor dem Hintergrund ist eine Einbestellung per se nichts Außergewöhnliches, sondern es wird genutzt. Und die zweite Frage war? Einschätzung des Auswärtigen Amtes, ob man diesen Vorgang als außergewöhnlich einstuft, als normal, das haben wir jetzt schon drüber gesprochen, aber wird das normalerweise vom Auswärtigen Amt öffentlich gemacht? Gab es Fälle, in denen eine Einberufung durch ein anderes Außenministerium erfolgt ist, wurde darüber öffentlich informiert oder ist die Öffentlichkeit immer darauf angewiesen, dass das jemand anders an ein Medium gibt? Es gibt keine Regel. Also es kommt drauf an, manchmal kommuniziert ja das Gastland selbst die Einbestellung, weil sie es ja als Zeichen sieht, um ein Signal zu setzen bei einem bestimmten Thema. Manchmal kommuniziert das die Bundesregierung, aber ich kann Ihnen da jetzt keine Regeln nennen, wann es immer erfolgt und wann es nicht erfolgt und wie es erfolgt und wie es nicht erfolgt. Also ich kann nur sagen, es ist ein übliches Instrument förmlicher Kommunikation im diplomatischen Verkehr, ist völkergewohnheitsrechtlich anerkannt und verletzt nicht die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Staaten, auch wenn Einbestellungen in der Praxis nur selten angewandt werden. Herr Kolloff. Nur als Querhinweis, wenn ich mich richtig erinnere, hat Moskau im Fall Lisa auch Gesprächsbedarf ähnlicher Art gehabt. Zwei Fragen habe ich. Ist Botschafter Erdmann auf ausdrücklichem oder in ausdrücklichem Auftrag des Auswärtigen Amtes zu diesem Prozess gegangen als Prozessbeobachter? Welchen Ziel oder welchen Sinn hatte dieser Auftrag, wenn es ihn denn gab, oder hatte das aus eigenen Stücken gemacht? Und das Zweite, wenn die Bundesregierung denn auf diplomatischem Wege ihre Position in Sachen NDR 3 Satire deutlich gemacht hat, so hat das französische Außenministerium das gestern öffentlich gemacht. Erklärt sich dieser Unterschied? Das eine Land macht es öffentlich, sogleich, und die anderen machen das eher diplomatisch mit den aktuellen politischen Themen, die Deutschland mit der Türkei verhandelt. Stichwort Flüchtlingsfrage. Vielleicht zum Thema Prozessbeobachtung. Also wir haben in dem Gespräch gegenüber der türkischen Seite deutlich gemacht, dass das gegen Dündar und Gül laufende Gerichtsverfahren mit Blick auf die Aspekte Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit auf sehr großes Interesse in Deutschland stößt und der Botschafter deshalb auch daran teilgenommen hat. Die Beobachtung des Prozesses ist vom Wiener Übereinkommen abgedeckt. Vielleicht lassen Sie mich zitieren, darin heißt es: Aufgabe einer diplomatischen Mission ist es unter anderem, sich mit allen rechtmäßigen Mitteln über Verhältnisse und Entwicklung im Empfangsstaat zu unterrichten und darüber an die Regierung des Entsendestaats zu berichten. Das Gerichtsverfahren war ja öffentlich und wir haben keinerlei Hinweise erhalten, dass Diplomaten ausgeschlossen sind. Der deutsche Botschafter hat gegenüber der türkischen Seite seine Präsenz angemeldet und natürlich hat der deutsche Botschafter im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt an dem Prozess teilgenommen, das ist ja klar. Im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt an dem Prozess teilgenommen. Und Herr Kolloff, einen Punkt möchte ich noch ergänzen, weil Sie in Ihrer Frage sagten, dass es möglicherweise auf die besonderen Interessen der Bundesregierung im Hinblick auf die Türkei unterschiedliche Formen der Kommunikation gegeben haben möge.
Möchte ich nur daran erinnern, dass im Grunde der Aktionsplan mit der Türkei, der am 29. November abgefasst wurde, genauso wie die Vereinbarungen, die am 16. und 17. März in Brüssel getroffen wurden, europäische Vereinbarungen mit der Türkei sind. Wie erklären sich die unterschiedlichen Verhaltensweisen dann zwischen Frankreich und Deutschland? Das sind einfach unterschiedliche Arten. Also zum einen ist es ja so, ich glaube, das muss man auch unterscheiden, dass Frankreich sich ja insbesondere geäußert hat, in meiner Wahrnehmung jedenfalls, was die Prozessbeobachtung anbelangt. Das war das eine, wo sich Frankreich zu verhalten hat, wo ja auch auf diplomatischem Wege das vorgebracht wurde. Das andere betrifft die Satire-Sendung Extra 3. Das sind zwei unterschiedliche Sachverhalte, denke ich, die man da auch auseinanderhalten muss. Herr Jung. Frau Schäbli, wenn wegen so einem kleinen Filmchen der deutsche Botschafter einbestellt wird, und das jetzt ja auch jetzt nicht unnormal für Sie anscheinend ist, warum ladet die Bundesregierung dann den türkischen Botschafter nicht ein, wenn eine Zeitung wie vom Kollegen Schaman von der Erdogan-Regierung übernommen wird? Also da wird ja die Pressefreiheit mit Füßen getreten. Also wie kommt da der Unterschied zustande? Hier wegen einem kleinen Satirebeitrag wird der Botschafter einbestellt, und wo es wirkliche Angriffe auf die Pressefreiheit in der Türkei gibt, macht die Bundesregierung nichts? Können wir damit rechnen, dass mal der türkische Botschafter einbestellt wird? Ja, deswegen? Also vielleicht zur Richtigstellung. Ich habe nicht gesagt, dass wir das Vorgehen oder die Äußerung der Türkei bei der Frage Satire als normal empfinden. Ich habe ja die Position der Bundesregierung sehr klar kommuniziert. Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit der Justiz sind für Deutschland, für die Bundesregierung nicht verhandelbar. Und das haben wir der türkischen Seite sehr deutlich gegenüber kommuniziert. Zum Thema Saman, da hat Außenminister Steinmeier direkt nachdem es zu dem Vorfall kam, sehr deutlich Stellung bezogen. Und natürlich hat es zu diesem Thema auch Gespräche gegeben. Ich glaube auch, bin mir nicht sicher, mit dem türkischen Botschafter. Und dieses Thema hat auch bei anderen Gesprächen eine Rolle gespielt, die wir mit unseren türkischen Partnern geführt haben. Also, weil es genau in dem Fall Saman ja darum geht, den Schutz der Pressefreiheit. Und wenn wir sagen, der Schutz der Pressefreiheit ist für uns ein hohes Gut, das zu schützen ist, dann ist doch klar, dass wir einen Vorfall wie im Fall Saman auch klar kommunizieren. Und dazu möchte ich vielleicht auch noch ergänzen einen Punkt, dass dieser Sachverhalt oder beziehungsweise noch der Wert der Pressefreiheit im zeitlichen Umfeld auch mit diesen Vorkommnissen der türkischen Zeitung auch in Brüssel bei dem Zusammentreffen der Staats- und Regierungschefs am 8. März angesprochen wurde und dieser Punkt auch ausdrücklich in dem Kommuniqué Niederschlag gefunden hat. Probiert dazu. Das ist ein hohes Gut, das hören wir immer wieder von Ihnen, aber was ist dann ein höheres Gut? Der Deal mit der Türkei oder die Pressefreiheit? Und Frau Schäbli, zu diesem Prozess und die Teilnahme von Herrn Erdmann, der Prozess wurde jetzt ja nicht öffentlich gemacht. Wird der Botschafter trotzdem weiter versuchen, ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber wird er versuchen, bei diesem Prozess teilzunehmen, um dann vielleicht Sie und auch die deutsche Öffentlichkeit darüber zu informieren? Ich weiß ja nicht, ob da andere deutsche Journalisten Zugang bekommen. Wie Sie richtig erkannt haben, Herr Jung, hat die Bundesregierung hier an dieser Stelle und an vielen anderen Stellen schon häufig betont, wie wichtig die Pressefreiheit in Deutschland ist. Und das bleibt auch so. Dessen ungeachtet gibt es durchaus Fragen, die im Zusammenhang mit der Türkei oder mit der Türkei besprochen werden, die von der gesamten Europäischen Union mit der Türkei besprochen werden. Es gibt aus dem November den EU-Türkei-Aktionsplan. Es gibt jetzt Vereinbarungen von Mitte März. Und dass es diese Vereinbarungen gibt, liegt durchaus im beidseitigen Interesse, nämlich im Interesse der Türkei einerseits und im Interesse der Europäischen Union andererseits. Es geht darum, für die Europäische Union die Außengrenzen der Europäischen Union zu sichern, zu schützen. Es geht darum, illegale Migrationsbewegungen zu bekämpfen und auch illegale Flüchtlings- oder beziehungsweise Fluchthelfer- und Schmuggleraktivitäten zu bekämpfen. Und es geht natürlich auch ganz wesentlich darum, den Menschen, die auf der Flucht sind, auch zu helfen. Und wie Sie auch wissen, hat die Türkei sehr viele, 2,8 Millionen Flüchtlinge aus Syrien in der Türkei aufgenommen. Und deshalb geht es
der Bundesregierung, aber auch der Europäischen Union darum, mit der Türkei Vereinbarungen zu treffen und zu finden, damit diese Menschen, die dort Zuflucht gefunden haben, auch gute Lebensbedingungen gewährleisten zu können. Und in diesen Fragen, in der Tat, ist die Türkei für die Europäische Union ein sehr wichtiger Gesprächspartner. Zu Ihrer zweiten Frage zum Prozess. Für uns war es jetzt wichtig, dass der Botschafter am Prozessauftakt gegen die beiden Redakteure von Cumhuriyet teilnimmt. Wie die Prozessbeobachtung weiterläuft, das kann ich an dieser Stelle noch nicht sagen. Also, das ist kein Wunschkonzert. Frau Schäbli, wie bewertet denn die Bundesregierung vor dem Hintergrund des Vorgehens der Türkei allgemein nochmal den Zustand der Pressefreiheit in der Türkei, auch im Hinblick auf eine Beitrittsreife, weil das ja durchaus Thema im Rahmen des Abkommens mit der Türkei ist? Und gibt es eine Koppelung, was Pressefreiheit und Visafreiheit angeht, die mir bisher entgangen ist, oder gibt es da keine Koppelung? Und zweite Frage, Frau Wirz. Macht sich denn die Bundesregierung die Einschätzung von Extra 3 zu eigen, dass Herr Erdogan die Bundesregierung in der Hand hat? Und wenn nicht, was spricht Ihrer Meinung nach dagegen? Also das möchte ich kurz beantworten. Zum einen ist es nicht Aufgabe der Bundesregierung, sich irgendwelche Pressebeiträge zu eigen zu machen. Dazu haben wir ja Pressefreiheit, dass Sie hier berichten können, ohne dass Sie das von uns immer absegnen müssen. Insofern möchte ich das auch in dem konkreten Fall nicht tun. Und zum anderen würde ich nochmal auf das zurückkommen wollen, was ich gerade ausgeführt habe, dass es einerseits selbstverständlich darum geht, immer wieder auch auf die Bedeutung der Pressefreiheit hinzuwirken und hinzuweisen. Im Übrigen vielleicht auch die Intensivierung der Kontakte, die es in den vergangenen Wochen mit der Türkei gegeben hat, auch dazu beitragen könnten, verstärkt über diese Fragen ins Gespräch zu kommen. Auch die Frage der Kapiteleröffnung kann in diesem Aspekt hilfreich sein. Und das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist das von mir beschriebene Vorgehen in Bezug auf die Flüchtlinge. Ich glaube, Frau Wirz hat eigentlich alles gesagt, was dazu gesagt werden muss. Wir haben ja mehrfach an dieser Stelle unsere Sorge zum Ausdruck gebracht angesichts der Entwicklung rund um das Thema Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei. Und ich habe ja zu Beginn auch gesagt, dass wir in dem Zusammenhang mehrfach Stellung bezogen haben. Der Minister persönlich am 7.3., als es zum Vorgehen der türkischen Behörden gegen Saman ging, also ich glaube, unsere Haltung zu dem Thema haben wir hier mehrfach ziemlich klar zum Ausdruck gebracht und unsere Sorge über die Entwicklung und auch klar gemacht, dass es vielleicht, so wie Frau Wirz gesagt hat, die Eröffnung von Gesprächen über Beitrittskapiteln auch eine Chance gibt, gerade über diese Themen mit der Türkei zu sprechen. Also nochmal, gibt es eine Koppelung Pressefreiheit, Visafreiheit? Macht der Kollege aus dem BMI. Ja, ich mache das kurz, weil ich ja schon hier mehrfach vorgetragen habe zu der Frage, wie das funktioniert mit der Visafreiheit. Kann man in den Protokollen im Einzelnen nachlesen. Die Kommission macht das Monitoring, inwieweit die Kriterien erfüllt sind. Es gibt 5 große Themenblöcke. Ein großer Themenblock ist der Themenblock 5, Fundamental Rights. Nicht spezifisch Pressefreiheit, aber Fundamental Rights. Und wenn Sie da ganz genau nachlesen wollen, wie sozusagen die Kommission als dazu berufene Stelle die Fortschritte der Türkei einschätzt, verweise ich da auf den Bericht. Den Link zu dem Bericht haben wir sogar auch ja schon mal über den Verteiler zur Verfügung gestellt. Da können Sie es nachlesen. Unter den jedenfalls in der Kurzfassung auf den 10 Seiten genannten Dingen, die jedenfalls ganz unbedingt im Schwerpunkt angepackt werden müssen, ist die Pressefreiheit nicht erwähnt. Aber für Details verweise ich da auf den Bericht. Machen wir da hinten weiter. Ich habe noch mal eine Frage an Frau Schäbli. Wenn ich das jetzt richtig gezählt habe, gab es im Zusammenhang mit dieser Satire 3 Gesprächsangebote oder Einladungen oder direkte Konsultationen an die Bundesregierung, zweimal mit dem Botschafter, einmal mit dem Staatssekretär. Hatte das formale Gründe oder war der Gesprächsbedarf von türkischer Seite so groß? Und die zweite Frage wäre, ist denn das von türkischer Seite nach Ihrer Kenntnis jetzt erledigt oder ist es aus Sicht der Bundesregierung erledigt, dieses Thema? Oder gibt es nach wie vor weitere Einladungen, Einbestellungen von türkischer Seite? Wie ist da der Stand? Die erste Frage habe ich ehrlich gesagt nicht so verstanden, weil die Einbestellung des Botschafters war ja vor dem Hintergrund des Satirefilms. Die erste Einbestellung letzte Woche Dienstag und gestern, die Einbestellung zum Gespräch, da war im Mittelpunkt stand da die Teilnahme des Botschafters am Prozessauftakt.
Das war Ihre Frage. Und das Gespräch, das wir, das Staatssekretär Ederer gestern Abend geführt hat, da ging es darum, dass er genau die Position der Bundesregierung klar macht, die ich eingangs und jetzt mehrfach hier kommuniziert habe. Und die zweite Frage war? Betrachten Sie das Thema jetzt als erledigt oder ist es von türkischer Seite erledigt? Ich kann Ihnen nur sagen, was unsere Haltung ist und dass wir unsere Haltung deutlich gemacht haben. Für uns war es wichtig, dass wir unsere Haltung gegenüber der türkischen Seite ganz klar kommunizieren. Und ich habe auch schon das Gefühl, dass die türkische Haltung das so verstanden, dass die türkische Seite das auch so verstanden hat. Herr Kollege. Busemann von Reuters, eine Frage ans Auswärtige Amt. Bei den Gesprächen mit der Türkei, hat sich die türkische Seite nur über das Video beschwert oder haben die auch gefordert, dass das gelöscht wird? Und eine Frage an die Bundesregierung, wird dieser Vorfall Auswirkungen haben auf den Wunsch der Türkei, der EU beizutreten oder ist das für diesen Vorgang vollkommen irrelevant? Fange ich kurz an. Das ist im Grunde das, was ich auch gerade schon ausgeführt habe, dass es ja in der Tat Vereinbarungen mit der Türkei gibt, über weitere Kapitel zu sprechen, also weitere Kapitel zu eröffnen. Das wiederum liegt in der Regie der Europäischen Kommission, diesen ganzen Beitrittsprozess. Und da ist es so, dass es durchaus ja die Chance auch bietet, wenn man die entsprechenden Kapitel eröffnet, dass man im Zusammenhang mit dieser Kapiteleröffnung eben diese Fragen auch ansprechen kann. Und zu Ihrer ersten Frage. Die türkische Position wurde ja gestern durch Äußerung von namentlich nicht genannten Diplomaten in Agenturmeldungen wiedergegeben. Haben Sie Verständnis, dass ich mich zu dem Gespräch direkt, das stattgefunden hat zwischen der türkischen Seite und unserem Botschafter hier an dieser Stelle nicht äußern kann, wie wir es in der Regel ja auch nicht tun, aus vertraulichen Gesprächen nicht zu kommunizieren. Ich habe unsere Haltung. Es ist ja wichtig, was wir gesagt haben. Und unsere Haltung habe ich ja ziemlich deutlich gemacht. Eine Frage an Frau Schäbli und eine Frage an Frau Wirz. Frau Schäbli, es ist ja ganz offensichtlich, dass es Spannungen in den deutsch-türkischen Beziehungen jetzt gibt. Wie bewertet Ihr Haus den momentanen Stand der bilateralen Beziehungen? Und Frau Wirz, sieht die Bundeskanzlerin die Notwendigkeit, vielleicht persönlich mit Staatspräsident Erdogan zu reden oder eher nicht? Ich fange gerne an. Also ich kann nur noch mal sagen, dass es ja Gesprächskanäle gegeben hat und diese Gesprächskanäle genutzt worden sind, die Haltung der Bundesregierung sehr deutlich gemacht worden ist und insofern sehe ich derzeit keinen weiteren Gesprächsbedarf. Und ich kann nur sagen, die Türkei ist ein wichtiger Partner, mit dem wir eng kooperieren zu unterschiedlichen Fragen. Dazu gehört nicht nur die Flüchtlingsfrage, sondern dazu gehört auch das Thema Syrien, wo wir gemeinsam an der Umsetzung der Genfer Gespräche arbeiten. Wir machen weiter mit Herrn Siebert. Meine Frage geht genau in die gleiche Richtung wie die von Herrn Tofik Nia. Ich wüsste jetzt gerne noch mal von Ihnen, sehen Sie die deutsch-türkischen Beziehungen im Moment belastet? Und im Hinblick auf das, was Frau Schäbli gerade sagte, all die partnerschaftlichen Gespräche, die mit der Türkei derzeit geführt werden, zu Syrien, zu Flüchtlingen und so weiter, das ist ja nicht nur auf europäischer Ebene, sondern sehr viel bilateral zwischen der Bundeskanzlerin und dem Ministerpräsidenten und dem Präsidenten in den letzten Tagen und Wochen. Sind diese Gespräche, diese Bemühungen in irgendeiner Weise von den Ereignissen der letzten Tage berührt? Ist irgendetwas zu spüren? Hat sich da der Ton verändert? Sind irgendwie andere Termine abgesagt worden? Spricht man mehr, spricht man weniger? Hat sich irgendetwas für Sie aus Ihrer Sicht geändert? Mhm. Herr Siebert, ich möchte darauf hinweisen, dass dieses Thema Satire und Kritik der Türkei ja auch nicht ganz neu ist. Das heißt, vielleicht erinnern Sie sich an Ende 2014 war es, soweit ich mich erinnere, da ging es um eine Satire in einem Schulbuch, in einem deutschen Schulbuch, das den türkischen Staatspräsidenten dargestellt hat. Und zu dem Zeitpunkt beispielsweise hatten wir durchaus auch eine Diskussion, Debatte, auch sogar hier in diesem Raum zu diesem Thema. Das heißt, es ist auch kein ganz neues Thema in den deutsch-türkischen Beziehungen. Und ich sehe es so, dass es in der Tat dieses Thema natürlich relevant ist in den deutsch-türkischen
Beziehungen, genauso wie es relevant ist in den europäisch-türkischen Beziehungen. Deshalb auch nochmal mein Verweis auf die Kommuniqués und die Abschlusserklärungen der Staats- und Regierungschefs. Und nichtsdestotrotz ist es so, dass auch unabhängig, ungeachtet dessen, die Gespräche im Hinblick auf die Frage illegale Migration nach Europa weitergeführt werden. Also das eine schließt das andere nicht aus. Vielleicht kann ich auch noch mal unterstreichen. Also unser Credo ist, und das haben wir hier auch mehrfach unterstrichen, wir müssen beides tun, nämlich mit der Türkei sowohl lösungsorientierte Zusammenarbeit zu verfolgen, unter anderem in der Flüchtlingskrise, als auch über kritische politische Entwicklung sprechen, etwa was jetzt die jüngsten Vorfälle angeht. Und das tun wir beides. Und das ist aus unserer Sicht der richtige Ansatz. Herr Kollege. Frau Cepli, weil Sie die Vorfälle noch mal geschildert haben vorhin, direkt nach der Polizeiaktion in der Istanbuler Hauptzentrale, hat die Freie Zaman Deutschland, ich spreche jetzt nicht der jetzigen regierungsnahen Zaman Türkei, sondern die Freie Zaman Deutschland direkt an das Auswärtige Amt eine Presseanfrage gestellt, direkt an Herrn Dr. Schäfer, leider keine Antwort bekommen. Auch die Interviewsanfrage mit Herrn Minister wird abgelehnt. Sie haben gesagt, Presse- und Meinungsfreiheit zu schützen ist eine absolute Priorität. Wieso weigert sich Herr Minister, ein kleines Interview zu geben? So die Frage direkt an Frau Wirz. Wird Frau Bundeskanzlerin im Mai, am 17. April in die türkische Stadt Kilis reisen, um ein Flüchtlingszentrum mit Herrn Davutoğlu zu eröffnen? Wenn ja, wird dieses Thema konkret auch da angesprochen von Frau Bundeskanzlerin? Also zunächst einmal zu dem Termin, kann ich weder bestätigen noch dementieren. Da kann ich Ihnen noch nichts zu sagen, und wir werden so es diesen Termin gibt, auch entsprechend, wie wir das immer machen, an dem Freitag der vorhergehenden Woche auch bekannt geben. Insofern kann ich Ihnen auch nicht sagen, ob bei diesem Termin dann über was gesprochen wird. Also Anfragen an den Minister bewerten wir natürlich vor dem Hintergrund seiner Zeit. Also wissen Sie, wie viele Interviewanfragen wir kriegen? Also das ist, wenn ich alle Interviews durchführen möchte oder wenn der Minister alle Interviews nachginge, dann hätte er keine Zeit, sich um irgend anderes in der Welt zu kümmern. Also vor dem Hintergrund sehen Sie es eher als Aspekt von Zeitgründen. Da geht es, mir ist diese Anfrage, die Sie dargestellt haben, an Herrn Schäfer, die kenne ich persönlich jetzt nicht, aber seien Sie gewiss, Anfragen bewerten wir so, dass es im Rahmen des des Terminplans des Ministers passt oder nicht. Frau Schäpli, die Redaktion versucht seit ungefähr, ich möchte jetzt entschuldigen an unsere Kollegen, die Redaktion aufgrund der Presse-Meinungsrepressalien in der Türkei, die Redaktion hier versucht seit mindestens 3 Jahren ein kleines Interview zu bitten und jedes Mal eine Absage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Minister in den letzten 3 Jahren nicht mal 10 Minuten für die Pressefreiheit ein Interview gibt. Entschuldigung, nochmal an Herrn Kollegen. Ist der Minister schon 3 Jahre im Amt? Der Minister ist noch nicht 3 Jahre im Amt, von daher weiß ich nicht, ob die Zeitspanne, die Sie da nennen, korrekt ist. Aber ich habe dem, was ich zu dem Thema gesagt habe, nichts hinzuzufügen. Aber Sie haben ja die Äußerung des Ministers nach den Vorfällen auf Zaman hoffentlich gelesen und auch gesehen, wie klar und deutlich sich der Minister zu der Frage geäußert hat. Und vielleicht sollte das auch eine Antwort dafür sein, dass es, wie wir mit dieser ganzen Frage auch mit Zaman umgehen und auch Martin Schäfer, ich möchte das nicht zitieren, aber ich weise Sie auf die Regierungskonferenz am 7.3. hin, wo Herr Schäfer in sehr deutlicher Sprache die Haltung der Bundesregierung auch zum Thema Zaman zum Ausdruck gebracht hat. Und wo es auf der anderen Seite, auf der türkischen Seite, nicht nur auf Wohlwollen, wo es nicht nur Wohlwollen dafür gibt. Ja? Herr Kolloff. Bei Fragen nach dem Stand der Beziehung verweisen Sie dann immer auf die Notwendigkeit, die Sachgespräche zu den Sachthemen Syrien, Flüchtlinge fortzusetzen. Bei NATO-Partnern, bei befreundeten Ländern, bei Ländern, die miteinander EU-Partner werden wollen, / sollen, ist ja immer die Formulierung, die Beziehungen seien gut und von gegenseitigem Verständnis geprägt. Sie würden ausgebaut und hätten eine gute Perspektive. Frau Schäbli, Sie kennen sich mit diesen Formulierungen aus. Würden Sie diese Formulierung für die Türkei derzeit benutzen? Also ich habe das gesagt, was ich zu dem Thema
Türkei und unsere Beziehung zur Türkei zu sagen habe. Die Türkei ist ein wichtiger Partner, sie ist ein zentraler Partner, mit dem wir zu vielen Fragen engstens kooperieren und auch weiter Interesse daran haben, diese Kooperation fortzusetzen, was in beiderseitigem Interesse ist. Herr Stempfle. Frau Cepi, Sie haben gesagt, Pressefreiheit ist nicht verhandelbar. Gleichzeitig mischt sich ja der türkische Präsident in die deutsche Pressefreiheit ein. Wie bewertet das die Bundesregierung? Ist es ein Affront? Ist es kein Affront? Ist es irgendwas dazwischen? Wie steht die Bundesregierung dazu? Ja, aber ich habe doch gesagt, wie wir das zu dem Thema Pressefreiheit stehen. Ich meine, wenn wir sagen, für uns ist das nicht verhandelbar, dann ist das doch eine Antwort auf Ihre Frage. Also wir haben eine bestimmte Vorstellung, wie wir uns Pressefreiheit vorstellen, wie wir Pressefreiheit sehen, wie wir Meinungsfreiheit sehen, dass es für uns ein hohes Gut ist, das geschützt werden muss. Und im Prinzip, wenn wir das sagen, ist es doch eine Antwort darauf, auf die Frage, die Sie nennen. Für uns gibt es weder die Notwendigkeit noch die Möglichkeit, auf solche Vorgehen Einfluss zu nehmen. Wir setzen uns dafür ein, dass Pressefreiheit eingehalten wird, und ich hoffe, das nehmen Sie uns, wie wir hier uns darstellen, und das, was Sie darstellen, auch ab. Herr Jung. Frau Schiebel, zum Verständnis, also die Bundesregierung verurteilt den Protest Erdogans gegen diesen Satirebeitrag, ja? Und ja, das würde mich erstmal interessieren. Herr Jung, ich möchte dem, was ich zu Beginn gesagt habe, ehrlich gesagt nichts mehr hinzufügen. Ich möchte Sie verstehen, und ich möchte verstehen, ob Sie das verurteilen oder ob Sie uns hier einfach nur Selbstverständlichkeiten wie wir sind Fan der Pressefreiheit sagen. Also was halten Sie von diesem türkischen Protest? Ich verstehe, dass Sie das verurteilen. Herr Jung, die Frage ist, glaube ich, verstanden worden. Ja. Wie viel wir davon halten, machen wir doch zum Ausdruck, indem wir sagen, was unsere Position ist, oder? Ist denn nach Ihrer Ansicht das, was in Deutschland möglich ist, also politische Satire, auch in der Türkei möglich? Wir konzentrieren uns auf das, was für uns richtig ist. Und unsere Position zur Pressefreiheit haben Frau Wirz und ich gerade ziemlich deutlich gemacht. Herr Kollege. Eine Frage, die, glaube ich, ans BMI geht, weil Frau Schäble eben sagte, die Türkei sei ein wichtiger Partner. Es gab vor geraumer Zeit mal eine Berichterstattung über ein bilaterales Geheimdienstabkommen zwischen Deutschland und der Türkei, um die Reisetätigkeit von potenziellen IS-Kämpfern in Deutschland oder nach Deutschland besser erfassen zu können. Wie ist da der Stand? Ehrlich gesagt, so richtig weiß ich nicht, wovon Sie sprechen. Ich kann höchstens. Frau Haber war, glaube ich, von Ihrer Seite daran beteiligt. Ja, dann ist es aber kein Geheimdienstabkommen, sondern es ist eine MOU, also eine nicht rechtsverbindliche politische Absprache zur verbesserten Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden. Und damit sind in erster Linie die Polizeibehörden gemeint. Dazu haben wir ja eine Pressemitteilung rausgegeben, vor längerem schon. Darauf kann ich ehrlich gesagt nur verweisen. Dann jetzt Herr Wonka mit der letzten Frage zu dem Thema. Dann würde ich mit Rücksicht auf andere Fragen oder. Du auch, Thomas, zu dem Thema. Okay, Thomas Wiegold danach, Herr Wonka. Frau Schäbli, hat denn Herr Erdmann dem Ansehen Deutschlands genutzt durch seine Teilnahme am Prozess, oder hat er deutsche Interessen beschädigt? Und zweite Frage dazu, hat das Auswärtige Amt Herrn Erdmann ausdrücklich ermuntert, Flagge zu zeigen, oder hat man das im Sinne einer, weil man die Megafonpolitik vielleicht nicht so mag, hat man das eher leidend hingenommen, dass der deutsche Botschafter sich vor Ort ins Getümmel im Kampf um die Pressefreiheit begibt? Aber die Frage ist so wichtig, dass es nicht um Ansehen oder Nicht-Ansehen gehen kann. Wenn wir sagen, dass die Unabhängigkeit der Justiz und das Thema Rechtsstaatlichkeit für uns wichtig ist, dann nimmt der deutsche Botschafter daran teil und setzt damit ein Zeichen. Da geht es nicht um Ansehen, ob unser Ansehen gut ist oder nicht. Und dass er im Einvernehmen natürlich mit dem Auswärtigen Amt an dem Prozess teilgenommen hat, habe ich ja schon dem Kollegen gesagt. Das Zeichen hat er in engster Abstimmung mit der Bundesregierung und unter Ermunterung des Auswärtigen Amtes getan, oder hat er Ihnen das aufgedrängt? Ich verstehe die Frage nicht.
Wenn das richtig ist, dann hat sich Herr Erdmann, bevor er zur Prozessbeobachtung gegangen ist, mit dem Amt in Verbindung gesetzt. Meine Frage ist, hat das Amt ihn ausdrücklich ermuntert, diesen Schritt, der auch öffentlich registriert wird, zu tun oder im Sinne, das ist gut für das Ansehen von Deutschland oder nicht? Ach so, jetzt habe ich so. Also die Aufgabe des Botschafters ist es, sich vor Ort zu informieren. Und das ist eine zentrale Aufgabe, die er in dem Sinne wahrgenommen hat. Auf eigene Kappe oder durch Ermunterung? Aber ich habe doch gesagt, dass er in Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt dorthin gegangen ist. Dann ist doch die Antwort klar, oder? Herr Wiegold. Ja, ein bisschen geht es randmäßig Parameter Pressefreiheit, weil wir so viel über Pressefreiheit reden. Die Entscheidung der lettischen Behörden, dem sogenannten Medienunternehmen Sputnik, die Registrierung einer lettischen Domain zu verweigern, unter Berufung auf die Russland-Sanktionen der EU. Wie beurteilt das eigentlich die Bundesregierung? Also dazu kann ich keine Stellung nehmen. Wer es nicht kann, Frau Schäfer. Ich kenne den Fall jetzt auch nicht, deswegen kann ich dazu. Ja, ich habe ja gesagt, ich kann dazu keine Stellung nehmen. Ich kenne den Fall auch nicht. Insofern müssten wir gegebenenfalls nachreichen. Würde ich darum bitten. Herr Jung, noch zu dem Thema? Nee, natürlich. Haben wir weitere Themen? Fangen wir vorne an. So, das ist das, ne? Ja. Wir kommen jetzt trotzdem wieder zur Türkei, aber anderes Thema. Das EU-Türkei-Abkommen. Da wüsste ich gern, Griechenland hat ja Bedenken angemeldet gegen die Einstufung der Türkei als sicherer Drittstaat, beziehungsweise erklärt, das müsse es gar nicht tun per Gesetz. Inwieweit teilen Sie diese Einschätzung bzw. Bedenken? Das wäre vielleicht auch eine Frage an das BMI. Und vor diesem Hintergrund, wie realistisch ist jetzt noch dieser Zeitplan, der ja den 4. April als Starttermin nennt? Also zum Start oder beziehungsweise zum Fahrplan, Terminplan kann ich vielleicht sagen, dass es so ist, dass in der Tat ja verschiedene Punkte abgearbeitet werden müssen, um diesen Zeitplan zu halten und alle beteiligten Stellen sowohl in der Bundesregierung, aber auch in der Europäischen Union, in der Europäischen Kommission und den beteiligten Behörden, also Frontex, EASO, arbeiten mit Hochdruck daran, dass dieser Terminplan zu halten ist. Und wenn ich das richtig gesehen habe, hat die Kollegin in Brüssel sich auch gestern dazu verhalten. Was das sichere Drittland, können Sie was, Herr Plate? Ja, also ich möchte das ehrlich gesagt nicht kommentieren, weil mir eine solche Äußerung von griechischer Regierungsseite ehrlich gesagt überhaupt nicht bekannt ist. Und zum Zeitplan kann ich mich nur anschließen. Mein Blick, so, so, da. Sie gehen immer noch, also immer noch, verstehe ich das richtig, immer noch von dem 4. April als Starttermin aus? Alle, also Herr Plate, wollen Sie es vielleicht? Ja, absolut. Ich meine, ich möchte nur darauf verweisen, sozusagen, das wird ja gesteuert durch die EU-Kommission. Die EU-Kommission hat selber gestern, also jetzt nicht irgendwie vor 10 Tagen oder vor einem Jahr, sondern gestern gesagt, dass sie vom 4.4. ausgeht und wir haben auch überhaupt keinen Anlass daran zu zweifeln. Frau Köhler. Anderes Thema? Dann machen wir erst weiter mit dem. Gibt es noch weitere Fragen zu dem Thema EU-Plan? Dann Frau Köhler mit einem weiteren Thema. Also dann doch hier vorne. Frau, das ist C5, glaube ich. Da, jetzt. Der Bundesrepublik, Beamte des BAMF und der Bundespolizei dann dahin zu schicken, damit das funktioniert ab 4.4. Könnten Sie da den Stand der Dinge skizzieren? Sind die schon auf dem Weg? Packen die schon Koffer? Sind die schon ausgewählt? Ja, grob kann ich das schon machen. Also es ist so, dass, wie Sie sicher wissen, oder vielleicht wissen Sie es auch nicht, der Sonderbeauftragte der Bundesregierung für die Umsetzung dieser Türkei-EU-Erklärung, Herr Brömme, der sozusagen im Hauptamt THW-Präsident ist, der ist zur Stunde in Athen, auch in Begleitung von einigen Mitarbeitern, sowohl einigen wenigen Mitarbeitern zunächst von THW und BAMF, um die Lage zu eruieren und da die Gespräche zu führen, die dazu führen können, dass man dann ganz genau den Bedarf abschätzen kann. Zudem ist es ja so, dass heute und gestern 4 weitere BAMF-Mitarbeiter nach Griechenland geflogen sind, um die Lage vor Ort zu erkunden und sozusagen den Boden für weitere Entsendungen zu bereiten. Darüber hinaus wissen Sie vielleicht schon, falls nicht, sage ich es gerne nochmal, dass
ja Deutschland beim Europäischen Rat schon zugesagt hat, das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen, also EASO, mit Mitarbeitern zu unterstützen. Das werden mindestens 100 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BAMF sein, also Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, in erster Linie Entscheider und Personen, die dem Bereich Asylverfahrenssekretariat zugeordnet werden. Zudem ist es so, dass ja auch eine Entsendung von Bundespolizisten geplant ist. Und das wird eine Zahl von um 200 sein. Das ist auch beides der Europäischen Kommission schon so gemeldet worden. Der ganz offizielle Abruf dieser Kräfte liegt noch nicht vor, nach meinem letzten Kenntnisstand. Aber wir sind dem sozusagen schon durch dieses aktive Angebot, was die Franzosen zum Beispiel sehr ähnlich, in ähnlicher Weise, auch zahlenmäßig ähnlicher Weise getätigt haben, zuvorgekommen. Zudem ist es so, dass wir sozusagen vorbereitend im BAMF erkundet haben, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter grundsätzlich bereit und in der Lage wären, auf eine solche Mission sich zu begeben, und haben da über 300 Namen gesammelt. Aber das heißt, die sind nächste Woche dann noch nicht da, sondern die müssen dann abgerufen werden? Nein, das haben Sie gesagt, dass die nächste Woche nicht da sind. Ich habe das nicht gesagt. Die stehen bereit, und wenn der Abruf nicht vorher erfolgt, gibt es auch Mittel und Wege, auch ohne einen Abruf sozusagen in bilateraler Art und Weise tätig zu werden. Das dürfen Sie nicht missverstehen als eine Infragestellung des Zeitplans, zu dem ich mich ja auch gerade eigentlich schon deutlich geäußert habe. Zum Thema Abrufung von Banden. Laut einer Bild-Zeitung Bericht, EU schickt kein Asylrichter mehr nach Griechenland. Ist das wahr? Ich habe es akustisch ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Können Sie es nochmal sagen? Ja, die EU schickt keine Asylrichter mehr nach Griechenland. Ah, okay. Gut, das ist laut Bild-Zeitung. Also das ist eine Frage, die Sie der EU stellen müssen, ehrlich gesagt, ob die EU jetzt Richter nach Griechenland schickt und nicht dem BMI, das ja selbst innerhalb der Bundesregierung nicht für Richter zuständig wäre. Mit einem neuen Thema, Frau Köhler jetzt. Meine Frage hat einen planerischen Hintergrund. Vielleicht können Sie, Frau Schäbli, schon etwas sagen zu dem Besuch von Präsident Kenyatta in Deutschland? Nein, dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Also ich weiß nicht, wann er sein soll. Und wenn, dann kommuniziert ja die andere Seite und nicht wir. Die andere Seite sagt, dass die Bundesregierung kommuniziert, weil der Besuch auf Einladung der Bundesregierung erfolgt. Und Herr Kenyatta ist offenbar in der kommenden Woche in Deutschland. Er wird unter anderem einen Termin im BMZ haben, aber wohl nicht nur dort. Könnte irgendwer von Seiten der Bundesregierung dafür Aufklärung sorgen? Also ich kann jetzt sozusagen für die Bundeskanzlerin nur darauf verweisen, dass wir erst freitags immer für die nächste Woche die Termine mitteilen. Und wenn es da irgendwas mitzuteilen gäbe, wäre das am Freitag der Fall. Das BMZ ist angesprochen. Kann das BMZ was sagen? Von Seiten des BMZ kann ich diesen Termin auch nicht bestätigen. Insofern ist es, würde ich mich dem anschließen, was Frau Wirtz gesagt hat. Dann machen wir da rein. Ja, Daniel Bauer, Hessischer Rundfunk. Thema Wohnungseinbrüche und die Frage dazu ans Innenministerium. Wir konnten ja heute lesen, dass die Zahl 2015 um 10%, knapp 10% angestiegen ist. Erste Frage, können Sie die Zahl oder zumindest den Trend, dass es weiter nach oben geht, bestätigen? Und wenn ja, ich kann mich erinnern, der Minister hatte bei der letzten Kriminalitätsstatistik gesagt, er wolle dagegen, oder der Bund wolle dagegen jetzt verstärkt vorgehen. Bei plus 10% ist das ja erstmal schiefgegangen, oder? Also zunächst einmal vielleicht zu den Zahlen. In der Tat gab es heute ja einen Bericht in der Welt über vermeintliche PKS-Daten aus der neuen polizeilichen Kriminalstatistik. Dazu möchte ich vielleicht sagen, einmal erklären, wie eigentlich eine polizeiliche Kriminalstatistik gemacht wird. Das sind ja Daten, die in allererster Linie aus den Ländern kommen, aus den Landeskriminalämtern und im Bundeskriminalamt gesammelt und konsolidiert werden. Und bevor dann eine solche bundesweite PKS fertig ist und veröffentlicht werden kann, ist ein intensiver Abstimmungs- und Abgleich-Qualitätssicherungsprozess zwischen Bund und Ländern notwendig, der für die PKS für das Jahr 2015 auch noch gar nicht abgeschlossen ist. Nicht umsonst ist es so, dass die Veröffentlichung der PKS, wie auch richtig in dem Bericht geschrieben, erst im Mai 2014 geplant ist. Das ist auch in den vergangenen Jahren ähnlich gewesen. Der Bericht, der dann veröffentlicht wird, ist ja auch ein sehr umfangreicher Bericht. Also deswegen ist es so, dass jetzt veröffentlichte Zahlen, das können allenfalls ungesicherte Zwischeninformationen aus dem Prozess sein
und die kann ich mit Rücksicht auf die Erläuterung, die ich gegeben habe, deswegen auch nicht kommentieren. Die Anschlussfrage, die Sie gestellt haben, erübrigt sich damit, weil ich zu einem Trend zum jetzigen Zeitpunkt auch noch gar nichts sagen kann. Verweise nur vielleicht darauf, dass aus dem Ansteigen von Zahlen, das natürlich immer auf ganz vielen verschiedenen Faktoren beruht, nicht pauschal darauf geschlossen werden kann, ob Bemühungen zur Verbesserung oder günstiger Stellung der Situation, dass sie jetzt gescheitert sind oder nicht. Das ist etwas, was man sicher selbst aufgrund gestiegener Zahlen, die ich aber gar nicht bestätigen kann, so pauschal nicht sagen kann. Ganz kurze Nachfrage. Könnten Sie vielleicht noch mal sagen, was der Bund in den vergangenen 12 Monaten getan hat an Präventionsmaßnahmen oder was es da vielleicht auch für Förderungen gibt? Frage vielleicht auch ans Bauministerium. Ich glaube, da gab es eine KfW-Förderung. Das sind in der Tat eine ganze Reihe von Dingen, die ich aber jetzt im Einzelnen nicht dabei habe. Kann ich Ihnen gerne nachreichen. In der Tat gibt es da seit dem vergangenen Herbst ein Förderprogramm, was wir aufgelegt haben mit der KfW, wo Hauseigentümer und auch Mieter auch kleinere Sicherungsmaßnahmen bezuschusst bekommen können. Das ist durchschnittlich kriegt man da, glaube ich, 500 Euro. Man kann sich auch dieses Jahr wieder bewerben für diese Förderung. Informationen dazu finden Sie auch bei uns auf der Homepage. Wir machen weiter mit der Kollegin. Hat sich erledigt. Dann kommt die Kollegin Diekmann. Eine Frage an Frau Wirz und auch an Frau Schäbli, eventuell auch an Herrn Nant. Zurück zum Flüchtlingsthema. Es gibt ja seit mehreren Wochen und jetzt in den letzten Tagen verstärkt den Hinweis darauf, dass sich die Flüchtlingsroute ändern will. Da ist ein Stichwort Libyen. Von Libyen nach Italien. Wie bereitet sich die Bundesregierung darauf vor? Und falls sie das tut, bereitet sie sich darauf vor? Und falls ja, wie? Also, ich kann zunächst einmal allgemein für die Bundesregierung auf diese Frage antworten. Sie können davon ausgehen, dass die Bundesregierung natürlich Fluchtbewegungen sehr genau im Blick behält und verfolgt, was sich auf den verschiedenen Routen tut. Ich habe eben, glaube ich, noch mal eine Meldung wahrgenommen einer der Kolleginnen von der EU-Kommission, dass derzeit solche anderen Fluchtrouten nicht beobachtet werden. Aber Sie können natürlich davon ausgehen, dass die Bundesregierung das sehr genau im Blick hat und dann aber natürlich situationsabhängig darauf reagiert. Deshalb kann ich Ihnen jetzt keine pauschale Antwort oder Reaktionsmöglichkeit hier anbieten. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Okay, dann meine Frage an Herrn Nant. Es gab Anfang des Jahres sowohl von der Kanzlerin als auch von der Bundesverteidigungsministerin den Plan, der geäußert wurde, gemeinsam mit Italien eine Trainingsmission libyscher Sicherheitskräfte in Tunesien auszubilden. Wie weit sind die Pläne gediehen und wovon hängt das ab? Wir sind da insgesamt in Gesprächen, auch mit der tunesischen Regierung. Die wichtige Voraussetzung, die wir immer gesagt haben, ist, dass eine libysche Einheitsregierung etabliert werden muss. So, und den Stand haben wir noch nicht und insofern kann ich Ihnen auch keinen weiteren Stand vermelden. Ich kann nur sagen, dass, wie gesagt, Gespräche laufen sind, aber die Voraussetzungen müssen erst geschaffen werden und die gibt es derzeit nicht. Herr Jung, zum Thema Libyen? Nee, Flüchtlinge. Flüchtlinge. Frau Wirz, zur Flüchtlingssituation in Idomeni, die thüringische Regierung von Herrn Ramelow. Die thüringische Regierung von Herrn Ramelow hat angeboten, 2000 Flüchtlinge aus Idomeni in Thüringen aufzunehmen. Ich würde gerne wissen, begrüßt das die Bundesregierung? Was macht die Bundesregierung daraus? Und gibt es schon weitere Bundesländer, die sich dem angeschlossen haben, also die auch angeboten haben, Menschen aus dieser humanitären Notlage aus Idomeni zu befreien? Also soweit ich das wahrgenommen habe, hat die griechische Regierung gar nicht darum gebeten, dass Flüchtlinge von Idomeni von Deutschland oder einem anderen EU-Mitgliedstaat aufgenommen werden oder praktisch Obdach zu gewähren, sondern es geht darum, dass diesen Flüchtlingen, die in Idomeni in der Tat sind und offenbar darauf warten, dass dort die Grenze aufgeht, durchaus ja auch innerhalb von Griechenland Möglichkeiten haben, auch dort untergebracht zu werden und dass eben auch diese Angebote wahrgenommen werden, um eben andere in anderen Verhältnissen mit besseren humanitären Bedingungen zu leben. Insofern kann ich diese Frage auch nach den anderen Bundesländern, ist mir das nicht bekannt. Das, was Sie dargestellt haben, ist mir aus der Presse bekannt. Aber ich sehe im Moment nicht für die Bundesregierung hier eine Notwendigkeit, darauf näher einzugehen, weil, wie gesagt, die griechische Regierung darum gar nicht gebeten hat. Das heißt, wenn Herr Ramelow jetzt Herrn Tsipras anrufen würde und sagen würde, hier, die Bundesregierung will eine formale Bitte haben, dann könnte das ein Thema werden. Ja? Ich würde sagen, das ist eine sehr hypothetische Frage. Herr Lang.
Ja, ich hätte eine Frage an das Wirtschaftsministerium zum Thema Stahlindustrie und zu dem WAZ-Artikel heute. Hier sitze ich mit der schönen Überschrift. Herr Lange, können wir gerade das Thema Flüchtlinge? Ach so, Herr Hübschen hatte, glaube ich, noch eine Frage. Das ist da. Machen wir das Thema Flüchtlinge gerade zu Ende. Ich will darauf hinweisen, dass wir noch ungefähr 5 Minuten haben. Wir würden ja gerne nach einer Stunde beenden. Zu dem Vorstoß von Herrn Ramelow nochmal. Er hat ja auch seiner Sorge Ausdruck verliehen oder der Sorge von thüringischen Unternehmen, dass jetzt zu wenig Flüchtlinge nach Thüringen kommen könnten, weil sie eigentlich darauf angewiesen sind, auf Fachkräfte. Gibt es da was, wie die Bundesregierung den Thüringern helfen kann? Die erste Frage. Und zweite Frage wäre eine Lernfrage. Könnte ein Bundesland auf eigene Faust Flüchtlinge aus Idomeni holen oder braucht es dazu die Zustimmung der Bundesregierung? Also zum einen ist es ja so, dass die Flüchtlinge innerhalb der Bundesregierung nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt werden. Wie viele jetzt nach Thüringen gehen, kann ich nicht beurteilen. Und ob das genügend sind, kann ich auch nicht beurteilen. Oder nach den Vorstellungen von Herrn Ramelow genügend sind. Es gibt ja bestimmte Verteilmechanismen innerhalb von Deutschland, was die Flüchtlinge anbelangt. Und die Frage, ob ein Bundesland selbstständig Flüchtlinge aufnehmen könnte, wie gesagt, die stellt sich für mich in der jetzigen Situation nicht, weil die griechische Regierung ja nicht darum nachgesucht hat derzeit, dass praktisch sie da unterstützt werden. Aber rein von der Rechtslage her ginge es, oder? Kann ich Ihnen nicht beantworten. Das kann ich vielleicht ergänzen, wenn ich darf. Also teilweise vielleicht in meinem Zuständigkeitsbereich und teilweise auch nicht. Im Grundgesetz ist ja im Prinzip geregelt, wer in der Bundesrepublik Deutschland die auswärtige Gewalt innehat. Das ist, glaube ich, in 32 Grundgesetz. Da steht drin, dass das im Wesentlichen der Bund ist. Und im Prinzip ist es so, wenn man die verfassungsrechtliche Kommentarliteratur ein bisschen dazu konsultiert, stellt man fest, dass die entscheidende Messlatte für diese Frage ist, ob die Länder mit dem, was sie tun, eine sogenannte Nebenaußenpolitik betreiben. Das ist jetzt eine Frage, die wir, weil das hier hypothetisch ist, nicht bewertet haben. Das mögen Sie sozusagen selber, wenn Sie wollen, darunter subsumieren, ob in einem solchen Fall, der sozusagen international und medial große Aufmerksamkeit erregt hat, es das Betreiben einer Nebenaußenpolitik wäre oder nicht. Aber das ist die Messlatte, nach der Sie, glaube ich, suchen, die sich in der Verfassung findet. Dazu Herr Jung. Wird die Bundesregierung denn der griechischen Regierung mitteilen, dass es Bundesländer in Deutschland gibt, die Menschen aus Idomeni also teilweise befreien möchten? Herr Jung, die Bundesregierung ist der Meinung, dass diese Frage der Flüchtlinge, der Unterbringung der Flüchtlinge eine gesamteuropäische Frage ist, dass in der Tat auch Griechenland bestimmte Aufgaben erfüllt und auch bereit ist, diese Aufgaben zu erfüllen. Griechenland hat zugesagt, die Flüchtlinge, die derzeit in Idomeni sind, auch gut unterzubringen. Es gibt menschenwürdige, gute Unterkunftsmöglichkeiten in Griechenland. Und das ist das, was die Bundesregierung oder der Standpunkt der Bundesregierung in dieser Frage. Und abgesehen davon ist ja auch sicherlich in Griechenland sind verschiedene Medien auch zu lesen und zu hören und auch Gesprächskontakte sicherlich nicht verboten. Was Sie aber immer beschreiben, ist der Wunsch, der Wunschzustand, wie das sein sollte. Befasst sich die Bundesregierung mit der Wirklichkeit in Idomeni, wie die Lage dort ist? Ist es für Sie immer noch keine humanitäre Notlage? Nun, es ist ja so, dass, ich kann es nur wiederholen, ich kann es auch noch mal rückwärts sagen, aber es ist so, dass es ja in Griechenland durchaus Unterkunftsmöglichkeiten gibt, wo die Flüchtlinge, ja, aber es ist doch so, dass es in Griechenland insgesamt bessere Unterkunftsmöglichkeiten gibt als in Idomeni. Insofern gilt der Aufruf und an die Flüchtlinge, die derzeit in Idomeni sind, auch sich sozusagen in andere Flüchtlingsunterkünfte, die es in Griechenland gibt, die dort zur Verfügung gestellt werden, auch zu begeben. Jetzt Herr Lange mit dem nächsten und abschließenden Thema. Ja, okay, also an die Frage an das Wirtschaftsministerium zu dem WAZ-Artikel von heute. Gabriel sagt, Stahl kochen Unterstützung zu. Ich hätte gern gewusst, welche Art von Unterstützung damit gemeint sein könnte, neben den Bemühungen der EU, die ja gerade laufen. Es gibt auch schon Strafzölle auf bestimmte chinesische Stahlprodukte. Also was bleibt denn dann noch? Eigentlich ja nur noch nationale Maßnahmen. Könnten Sie das vielleicht ein bisschen aufdröseln? Danke. Also Sie haben recht, dass die WAZ heute den Minister auch zitiert zu dem ganzen Thema. Und das zeigt doch, dass der Minister ganz persönlich sich um die Frage kümmert, wie Regularien aussehen müssten, die der Stahlindustrie in Deutschland eine gute Zukunft sichern, weil tatsächlich zum einen die Stahlindustrie
als Basisindustrie in Deutschland eine sehr zentrale Industrie ist und auch ein sehr zentraler Wirtschaftszweig, nicht nur für die Stahlindustrie selber, sondern auch für andere Branchen, Automobilbranche, Maschinenbau, ähnliche, da hängen viele dran. Und der Minister hat sich zum Beispiel schon Anfang Februar in einem Schreiben gemeinschaftlich mit anderen Außenministern in Europa, aus Frankreich, aus Italien, aus Großbritannien, Belgien, Luxemburg, Polen, an die EU-Kommission gewandt und gesagt, dass die Möglichkeiten, die es auf europäischer Ebene gibt, tatsächlich auch angewandt werden müssen, um faire Wettbewerbsbedingungen in der Stahlbranche herzustellen. Der Minister ist sehr für einen Wettbewerb auch in dem Bereich, aber der Wettbewerb muss fair gestaltet sein. Und da gibt es auf den internationalen Stahlmärkten, gerade auch was die Überkapazitäten in China angeht, im Moment durchaus Schwierigkeiten. Sie haben gesagt, dass es tatsächlich schon auch Punkte gibt, in denen die EU-Kommission schon reagiert hat. Das kann ich bestätigen. Das ist der Fall. Im Februar wurden vorläufige Anti-Dumping-Zölle schon für den Bereich kaltgewalzte Flachstahlerzeugnisse aus China und aus Russland verhängt und gleichzeitig andere Prüfungen in Auftrag gegeben. Wenn Sie es genau wissen wollen, geht es da um Rohre mit großen Durchmessern, Grobbleche, warmgewalzte Flachstahlerzeugnisse. Also wir sind in ganz vielen Bereichen auch auf europäischer Ebene dabei, sich um diese Fragen Stahlindustrie zu kümmern. Zusatz, nationale Maßnahmen hat er aber nicht gemeint, also Subventionen zum Beispiel. Die Handelsfragen, die da geklärt werden müssen, sind auf europäischer Ebene angesiedelt und da werden sie verfolgt. Und aber wie ich das beschrieben habe, durchaus auch von nationaler Ebene aus unterstützt mit Briefen, mit Gesprächen, die da stattfinden. Die letzte Frage an Herrn Wiegold. Ja, Frau Schäble, Herr Nant, Türkei nochmal aus ganz anderer Perspektive. Das US State Department und US EUCOM haben gestern die Familienangehörigen von Diplomaten und Soldaten aus dem Süden der Türkei evakuiert. Frau Schäble, wird das Auswärtige Amt mit den Familienangehörigen, ich weiß gar nicht, ob es ein Konsulat gibt da im Süden, es auch tun, beziehungsweise an anderen Orten? Und Herr Nant, ändert sich was oder hat sich was geändert an der Sicherheitslageeinschätzung für die deutsche Stationierung in Incirlik? Also ich kann zu dem von Ihnen besprochenen Fall, Herr Wiegold, Sie haben ja immer ganz spezielle Fragen, kann ich nichts Konkretes sagen, weil ja, Das US State Department ist ja nicht so speziell. Das US State Department ist ein befreundetes Ministerium, nein, aber den von Ihnen besprochenen Fall kenne ich nicht, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Also ich weiß nicht, dass die Bundesregierung derlei Pläne erwägt, wäre mir bekannt, glaube ich eher nicht. Und zu Ihrer zweiten Frage. Die Sicherheitsvorkehrungen auf der Airbase in Incirlik sind bereits vor einigen Tagen erhöht worden. Das galt in Verbindung mit der Türkei als Gastgeber und natürlich auch den US-amerikanischen Alliierten. Die Maßnahmen dienen zum Schutz. Es geht hierbei um eine erhöhte abstrakte Gefahr und wie gesagt, ist bereits schon seit einigen Tagen tätig. Herr Wiegel, Nachfragen noch? Dann würde ich sagen, dass wir jetzt beenden. Wir haben es 12.31 Uhr. Wir haben eine Verabredung, dass wir ungefähr eine Stunde machen. Ich danke Ihnen für das Kommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schönen Dank.